Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Orcs Must Die 2 mit Mrs. Enrage. Du klingst so unsicher. Nein, das bin ich nicht. Ich bin nicht unsicher. Ich weiß nur nicht genau... Oh Gott. Guck mal, wieder eine neue Hilfestellung. Ah, verlieren wir wieder 80% der Spiele oder eigentlich schon 120%? Wir spielen nicht LOL. Und? Dasselbe Verfahren hier, wir machen wieder alles alleine. Ja, im Singleplayer hat man irgendwie von 1 bis 0. Trotzdem hat man im Koop insgesamt zwei Plätze mehr. Ja. Oh. Hey. Er hat nicht mal überprüft, ob ich noch atme. Er nahm meine Armbrust und meinen Klingenstab an sich und ließ mich halb bewusstlos zurück. Ich könnte schwören, dass er dabei gekichert hat. Als ich spürte, wie die Magie starb, war mir klar, was er getan hatte. Er hatte die Welt gerettet. Aber um welchen Preis? Dürren, Hungersnot. Die Lage hatte sich seit den Orkhorden nicht gebessert. Ich war immer noch der älteste lebende Kriegsmagier. Mit letzter Kraft gelang es mir, einen kleinen, schwachen Spalt zu öffnen. Sie hatte ihre Schwächen, das wusste ich. Aber zusammen als Team hatten meine beiden schwachköpfigen Ex-Lehrlinge durchaus Potenzial. Ich hab die Cutscene vergessen. Das gehört, das Potenzial. Ja. Ich muss hier mal kurz die Aufnahme beenden. Ah. Sonst vergesse ich nachher wieder, das Audio leiser zu stellen. Na. So. Ja, ich habe 5 Sachen mitgenommen. Beziehungsweise Sachen, die ich gemaxt habe. Der Rest ist... Ach, super. Naja. Aber du könntest doch einfach mit dem anderen Programm rendern und danach einfach den Audio-Teil kleiner normalisieren. Ja. Das lohnt sich. Als Beispiel. Ja, ja. Das lohnt sich aber momentan überhaupt nicht. Nö, nö. Ja. Ich krieg das schon irgendwie gebacken. So, Was hast du für Fallen mit? Ich hab die Sprungfederfalle mal mitgeskillt, aber nicht viel. Hauptsächlich habe ich Teer, Pfeilwand und Stachelfalle. Ach, ich kann deine Fallen ja einsehen, wenn ich auf B drücke. Ich vergesse das immer. Ja. Ich bin nur gerade da, wo ich meine Frostfallen hinleg. Du hast ja überhaupt nicht viel gemaxt. Alles auf deine Schmuckstücke gegeben, wa? Ja. Schmuckstücke und halt Zwerg. Ja, am Ende der Story haben wir auch genug. Ja, ich weiß nicht, ich habe das Level persönlich immer so gespielt, dass wir uns erst hier hinten aufgebaut haben. Ja, stimmt, so vorher. Ich weiß, dass wir das erste Mal gespielt hatten, dann war das ganz ähnlich gemacht. Das klappt auch. Ach, das Level hatte doch was für Sprungfederfallen. Seite 1139. So. Stimmt, hier kamen die ja auch noch raus, die alten Nervensägen. Ja, dann stellen wir mal hier was hin. Ja, da vorne können wir sie aufhalten. Ich glaube, ich werde nachher auf dem Podest meine ganzen Zwerge draufstellen zum Werfen. Ja, das kommt mir so bekannt vor. Ja, irgendwie schon. So, als hätten wir das schon mal gemacht. Sorry, Bro. Ah, den Sprung verkackst du wenigstens schon mal nicht. So. Noch gar kein Doppelsprung. Du als Zauberin sowieso nicht. Glauber. Ich kann aber auch nicht schweben. Ja, du hast ja nur Prinzessin Peach Ability. Neidisch. Ach, jetzt kommen zum ersten Mal die Viecher hier, ne? Ja, nein, die Gnolljäger sind schon, also guck mal, die sind ganz schön. Echt, sind die schon länger dabei? Dann sind die aufgefallen. Ja, so schnell wie die tot waren, fallen die einem nicht auf, ich weiß. Du bist aber auch immer so arrogant über das alles. Sie brechen durch! Ja, aber jetzt haben wir ja genug Schäden, können wir auch alles Master mal verbrauchen.
Ja, ich will halt Wächter und sobald wir die DLC spielen, kann ich auch das Schmuckstück mitnehmen. Yep. Kratzen die auch nicht mehr ab. Ist gut als Supporter, wa? Ich guck mal auf der anderen Seite hier. Ah, da kommen die Kleinen. Ich find's so geil, der Gnolljäger läuft voll auf mich zu, vergisst, wo er hin muss und läuft einfach mit ihm gegen die Wand. Das ist immer mal wieder sehr amüsant zu sehen. So. Ja, kommt doch, Ork. Also, irgendwie schaffen sie es nicht so weit. Nur noch halt zwischen Grenzen. Yep. Wobei ich ja nie so darauf achte, wie viel Damage deine Säurespritzer machen. Da sie nicht wirklich geskillt sind, wahrscheinlich nicht viel. Ja. Wird gleich mehr Frost fallen legen. Aber wobei ich Zwerge hauptsächlich hinstellen würde. Hm. Oh, ein Schädel. Hä? Ach da. Boah. Ich hab grad erstmal voll nicht gecheckt, wo der Schädel war. Ich bin ein bisschen Brain AFK. Brain Lag. Ja. Hier rennt was hinterher. Oh, da stehe ich jetzt auch. Boah, der hat mich geruht. Hat er dir einen Bitch-Slap gegeben? Ja, so ein bisschen. So ein bisschen ist. Ah, ich find's immer noch witzig, wenn Orks fliegen. Wird wahrscheinlich auch auf ewig witzig bleiben. Ja. Lohnt sich halt nur nicht auf einem Level nur mitzunehmen. Die haben echt so eine Limited Effectiveness, das ist einfach legendär. Vor allem wie geil es ist, dass hier die einzige Stelle im Level ist, wo es sich wirklich lohnt, die mitzunehmen. Und da ist eine Münze im Nichts. Auch mal wieder sehr interessant. Oh. Jo, an der Wand. Mhm. What the fuck? Wie wird's haben? Nö. Hätte ich ein Windbelt dabei, könnten wir den nehmen, aber so geht das nicht. Oh ja. Jetzt gibt's das Feines. Ich weiß nicht, warum ich mit dir mag zusammen zu spielen. Kann man nicht skillen, die Zwerge, dass die Zwerge billiger werden? Nee, ich meine nicht. Generell manchmal kann nur die Paladine. Ja, Paladin. Okay. Die sind aber auch, glaube ich, ziemlich teuer. Ah, die Paladine kosten 1200. Bogenschütze könnte man billiger machen, genau. Ah, die sind aber auch nutzlos. Oh, relativ. Yeah. Wenn ich noch lernen, damit würde zu treffen, wäre das einfach göttlich. Aber das wird ja nichts. Bam. Schon wieder ein Orkschädel. Ah, nimm du den mal mit. Scheiß Oger. Ich weiß schon, wo ich den Weg ein bisschen mit Fallwändern zupflaster, ey. Kann ich wohl kein Deutsch. So. Schick mir mehr! Geht jetzt relativ flott ab Level. Ich find's so geil, wie random bei mir der Counter bzw. der Timer eingestellt ist. Letzte Aufnahme war er komplett dabei. Jetzt nicht mehr oder was? Nee, jetzt ist der Timer weg. Lachhaft manchmal. Boah, müssen wir während des Spiels echt das Mausrad fixieren. Immer so leicht irritierend, wenn es macht, was es will. So. Bom! Zack! Ah. Oh! Scheiß! Kickvieh. Bom! Oh, jetzt wird's ja aber ganz schön voll. Behauptest du das einfach so? Kacken dreist. Ja, die ganzen kleinen Viecher. Wow! So, ein bisschen Gewitterfront. Ich hatte kurz so ein bisschen Angst, weil ich mitten in der Wolke stand. Die Textur erstmal. Da musst du durch. Ja, dieser Weg wird ein anderer sein. Bam. Stirb. Oh, heute nur 6 Stunden. Richtig geil. Kannst du nicht, ja. Ja, ja, dann Sprechtag. Beim nächsten Mal sollte ich doch Federn mitnehmen. Deswegen hat uns der gute Freund einfach mal gehen lassen.
großzügig. Naja, er hat ja auch eine eigene Einheit, also ich bin dann benennen lassen in der eigenen Stadt, also von daher. Ja, okay. Er könnte halt nicht alle so kaiserlich gewinnen, ne? Oh, ich liebe es, wenn deine Scheißsäure fallen, die Orks umnieten. Immer so witzig, nur die Skelette zu sehen. Oh, wo kommen sie denn? Andere Seite. Oh, du hast deinen Skull vergessen, Junge. Junge! Ganz überlebt. Aber was ist mit mir? Wow, da sind die Sapöre. Die sind hinter mir her. Fuck. Lol. Oh, da sind ein paar Eisfallen platziert, sehe ich gerade mal. Oh, ich habe die irgendwie auf dem Weg verloren. Oh, was wollen die denn alle hier? Hast du wieder einen Schnitzel am Arsch? Ganz so. Doch gesagt, wenn du den Schnitzer am Arsch hast, muss ich nie wundern. Ach, der war tot. Ich achte nicht immer auf die Minimap, nur um zu sehen, ob ein Ork tot ist oder doch. Ich? Nee. Generell kannst du aber quasi hier in diesem Spiel beim Autofahren halten. Am besten guckst du alle 2 Sekunden in den Rückspiegel. Um zu überprüfen, dass auch. Der Autofahrer kein... tut das denn bitte schön. Ja. Ich alle 2 Sekunden in den Rückspiegel. Ja, deswegen habe ich. Außer ich habe einen Kursfelder hinter mir. Deswegen habe ich auch extra diesen Vergleich gemacht. Dann gucke ich sehr oft in den Rückspiegel. Ja, es könnte ja letztes Mal gewesen sein, dass du da reingeguckt hast. Eben. Oh ja, da würde ich eine Eisfalle platzieren. Oh. Haben die es gut, haben die es chillig. Gleich wird's ernst. Ey, da kommen sie wieder alle. Muss hier irgendwas umsonst geben. Nein, ich habe nicht Hamburger für umsonst angeboten und aus Versehen das an alle Freunde in Twitter verschickt, ne? Aber es ist keine Freunde. Ja. Wem willst du was schicken? den Hater, den wir jetzt haben. Ach, den einen Hater da. Ja, der genau. Gibt mich ja nicht mal. Der weiß ja nicht mal, dass ich dabei war. Richtig. Doch, er könnte einfach in den Comic gucken. Zwergbomben. Das wäre zu kompliziert. Ja, für den schon. Da kann sich doch niemand Fame holen. Geht doch nicht. Ja, was ist jetzt von mir? Wir sind auch Fame holen, also Geld könnt ihr uns schicken. Klar. An www.famehure.de, da ist ein Donate-Button. Und Ledarist für alle, die immer noch danach suchen. Verlink mich doch einfach in der Scheißbeschreibung. Ich verlink dich immer in der Scheißbeschreibung. Tust du gar nicht. Wohl! Du hast ja nicht mal die erste Folge gesehen, die ich heute freigestellt habe, endlich mal. Achso? Ja. Wann war, hast du die freigestellt? 2 Stunden ist das her. Wurde nur irgendwie nicht selber bei mir auf der YouTube-Seite angezeigt. Ja, ich guck nämlich immer alles durch. Irgendein interessantes Video dabei ist, ich habe von dir gar nichts gesehen. Ja, kein Wunder, dass du nichts gefunden hast, du Penner. Hey, einer meiner Zwerge ist runtergefahren. Bleib mal da. Ja, kannst du nächsten Pause verkaufen. Kommt gar keine mehr, wa? Wo ist denn das sind einfach da unten stehen, ist doch egal. Ist der denn hingefallen? Keine Ahnung, die haben sich wohl gegenseitig da runtergeschubst. Voll die Mobbing-Tour. Ich glaube, deswegen sind die Bogenschützen besser, die schubsen sich nie. Dafür machen sie aber auch nicht so viel Damage. Kannst dir aber die Pfeile aussuchen. Ist ganz praktisch, wenn jemand mit Frostpfeilen da stehen, dass er die der Permaslow macht. Ich brauche eine andere Waffe. Die Zwergenschubse macht zwar Spaß, wie sauber, wird relativ eintönig. Ah, sind wir Pioniere. Ah, die andere Seite ist schon fertig. Das ist ja auch keine Hobbys. Und ja, ich bin neidisch. Ja. Wow, 12-fach Treffer sehe da. Oh, nicht schlecht. Oh. No. Also. 18. Besser. Oh, und wir machen Kombos am laufenden Band. Gerade eine 5er-Kombo. Sehr geil.
Zeit für ein Gemetzel. Letzte Welle. Ja. Jetzt denke ich endlich mal daran, die da hin zu platzieren. Da oben kann ich auch noch, glaube ich, Fallwände machen. Später geil, wenn ich Setups mache. Mit den Fallwänden an der Decke. Dann werden die Level lame. Dann werden die Level richtig lame. Bei dir, wa? Weiß ich nicht, ich habe zwei Gewitter implatziert, die machen das schon. Ja, oh, da hinten hat's geknallt, da waren sie. Oh! Sind die auch nicht umgefallen? Da kommen aber noch. Die sind mit ins Gesicht geflogen. Ja, wie Silvester, wa? Ja. Gut, dass wir da unten so viel Slow haben, dann können wir eine Zwerge noch draufwerfen. Und hier oben habe ich auch noch Slow. Bevor du nicht mehr drankommst. Dein Schädel gedroppt? Ja. Ich muss gleich kotzen. Boah, 5er-Kombo. Ich weiß nicht, was du machst, aber du scheinst es echt goldrichtig zu machen. Das habe ich im Blut. Ja. Das macht. Was gibt's denn jetzt? Oh, ein Eisamulett. Oh, ja. Gegner aus der Ferne. Das meintest du, ne? So, na, das lohnt sich nicht. 15 Schädel habe ich neue, das ist cool. Wie viele Schädel hast du aufgehoben, Alter? Kann man das sehen? Ja. Kann man das denn, wie viele man aufgehoben hat? Statist, Monoschädel. Ah, 2 Stück. Ich habe 4 aufgenommen und habe auch 15 neue Schädel. Hä? 500 weitere getötete Gegner mal 4. Ja, die habe ich auch. Warum hab ich dann. ETF, ich check's nicht. Ist auch egal. This game is too much. Ja, was können wir denn noch schönes skillen? Oh, ich nehme 20. Jetzt... Oh, ich kann den Trank endlich verbessern. Yay. Ich nehme jetzt aber das Eisamulett mit. Was locker das. Nein, jetzt habe ich wieder nur noch 12 Schädel. Ich wollte mir den Paladin kaufen. Fuck. Reicht doch. Nein. Ich dachte, die kosten 15. Kosten 12, hab ich doch gesagt. Oh. Paladine haben erhöhte Gesundheit. Was kann man noch so? Paladin. Angriff von Paladin betäuben Gegner manchmal. Und Dreck. Was findest du besser? Regeneration oder betäuben? Betäuben, wa? Kommt eigentlich darauf an, wie du das Level gestaltest mit dem Paladin, wenn ich dann. Generell würde ich sie als Tank nutzen für die Zwerge. Sicher ähnlich. Und, aber wenn ich das Schmuckstück dabei habe, regenerieren die ja sowieso, ne? Mhm. Die Frage, wenn ich das Unikat mit der Regeneration auch noch mitnehme, kriegt man die dann überhaupt noch so schnell tot? Weil Betäuben lohnt sich, glaube ich, gar nicht, oder? Glaube ich auch nicht. So. Weil ich würde einfach Eisfallen vor die setzen. Dann erledigt sich das von selber. Na, ich werde die Paladin aber noch nicht mitnehmen, erst wenn ich so ausgeskillt habe, sonst ist das voll die Punkteverschwendung. Ja, das stimmt. So, ich habe das Eisen ein bisschen gepusht. Kann ich es jetzt ordentlich mitnehmen? So, dann. Oh, ich hab 0 Schädel. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Wiese gehen. Wiese gehen.